Hallo. 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 Willkommen zurück zu Feed the Beast. Moment. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Oh Gott, so kann ich nicht steuern. Schnell raus da. Ja, es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ne. Und wahrscheinlich wird das Spiel ein bisschen rumlängen, weil mein PC heute keinen Bock hat. Darum wird das auch nur eine kurze Session. Warum versuche ich es eigentlich? Kommen wir zum Thema. Ich habe dieses Dingens hier gebaut. Und so ein bisschen Baumfarm da, aber das ist jetzt nicht wichtig. Und mit diesem komischen Kasten hier werden wir eine Möglichkeit haben, tatsächlich Minium Shards zu farmen. Dafür habe ich nämlich schon einige Sachen vorbereitet. Und zwar diese vier hier. Der Rest kommt später dran. Erstmal haben wir einen... Na, womit fangen wir an? Ein BC Consumer. Der saugt im Prinzip Buildcraft Energie ein, also MJ. Die werden über die Energy Bridge umgewandelt. Und dann betreibt diese Energie den Universal Charger. Was das Ding macht, ist sehr interessant. Und zwar wird dann durch dieses Gerät alles, was in der Nähe befindet, was Strom verwendet, direkt aufgeladen. Für diesen Zweck haben wir hier noch ein Power Tool. Dieses Power Tool hat allerdings, anders als meines, nur die Railgun. Denn das ist alles, was wir brauchen. Und zwar, hier kommt der Deployer ins Spiel. Was der nämlich macht, ist, der imitiert den Rechtsklick eines Spielers. Womit man zum Beispiel Eimer benutzen kann, um automatisch Kühe zu melken. Ja, das Schöne ist nur, dass beim Power Tool aufrecht... Ich dachte, ich hätte was gehört. Auf Rechtsklick ein Schuss ist. Heißt, es zählt als Spielerkill, wenn ich damit was platt mache. Zumindest sollte es das noch sein. Ich denke mal nicht, dass das schon gefixt wurde. Jedenfalls habe ich zu diesem Zweck diesen dicken Kasten hier gebaut. Und alles, was hier drin spawnt, wird durch diese lustigen Fließbänder hier rein befördert und kann dann abgeschossen werden. Sehr, sehr schön. Mir fällt aber gerade auf, ich brauche da noch einen Glasblock und sowieso noch ein paar von den Fließbändern. Von den Fließbändern, genau, von den Fließbändern. Und ich wollte eh noch zeigen, wie man die sich denn zusammenbaut. Da haben wir sie, Conveyor Belt. Ziemlich einfach. Bisschen Gummi, bisschen Redstone, bisschen Eisen, fertig. Dann holen wir uns das doch mal eben. So, ein Eisen, dürfte man ja noch entbehren können. Bisschen von dem wenig Redstone, was ich habe. Und dat Gummi. Dat Gummi. Jupp. Schön. So. Zack, zack, zack. Das noch dahin. Das. Fertig. 16 Fließbänder. Davon kriegt man noch eine ganz schöne Menge, was ich sehr angenehm finde. Dann werde ich mir noch die drei Glasblöcke mitnehmen. Weil ich gesehen habe, da fehlte noch ein Block. Und wir werden außerdem mitnehmen eine Redstone-Energiezelle, ein Energy-Tesseract und ja, ein bisschen Kabel. Aus dem ganz simplen Grund, dass ich natürlich irgendwie da auch Energie brauche und keine Lust habe, groß Kabel zu legen. Also dachte ich mir, das geht doch viel einfacher, wenn du das so mit Dingenswomans. Na, Wort. Wenn du das mit kabelloser Energie machst. So. Das war ja eine schwere Geburt. Also, ich will, dass die Monster dann... Das war übrigens falsch. Die Dinger gehen nämlich immer in die Richtung, in die man beim Platzieren guckt. Her. So.
Sehr gut. Jetzt kann ich hier das Geschütz aufstellen. Und dann hier einen... Da habe ich nebenbei noch was vergessen. Ja, denn natürlich müssen die Items ja auch aufgesammelt werden, sonst wird die ganze Sache ja nix. Und ja, in meinem kläglich gescheiterten Versuch, eine Monsterfalle zu bauen, den ihr ja verfolgt habt, hatte ich noch ein paar... Ach ja, die habe ich jetzt oben. Hatte ich auch ein paar Filter gebaut. Und genau einer von diesen wird uns jetzt zugutekommen. Dann nehme ich mir noch eine... Brauche ich direkt eine Silberkiste? Ich glaube ja eher nicht. Ich glaube, da tut es auch eine normale Kiste, wenn ich denn eine finde. Ich hatte doch so viele Kisten immer rumliegen. Ach ja, da ist er doch. Na bitte. So. Jo. Ich denke, wir werden hier auch noch ein bisschen großzügiger sein. Was den Kram hier angeht. So. Gut. Also. Schritt 1, der Deployer. Gut. Hier habe ich über eine Sache nicht nachgedacht. Boah. Heute kann ich aber echt nicht reden, wa? Nachgedacht. Natürlich. Ich muss den ja in die richtige Richtung drehen. Gut, das funktioniert nicht. Okay, gut, dass ich extra Glas dabei habe. Wo ist der jetzt? Da ist er. So. Lass mich mal hier raus. Hui! Okay. Gut. Jetzt kommt in den Deployer... das Power-Tool. Ich glaube nebenbei gerade, dass ich dann noch einen zweiten Timer brauchen werde. Weil das Ding ja, meine ich, auch Red Power ist. Kann man ja mal kurz gucken. Ja, man hört es schon schießen. Sehr schön. Gut. Dann pflanzen wir mal den anderen Kram hin. Zack, zack, zack. Universal Charger. Energy Bridge. Und BC Consumer. Als nächstes brauchen wir dann noch unseren Energiekram. Wobei ich gerade überlege, ob ich nicht sogar noch eine weitere... Ja, ich hole mal noch zur Sicherheit ein weiteres Kabel, weil ich immer noch nicht ganz sicher bin über diese Sachen. Nehmen wir mal zwei. Wir haben's. Nein, eigentlich habe ich es nicht. Ich habe viel zu wenig Redstone, aber darum wird man sich auch noch kümmern. Jupp. So. Tja, wie packe ich das jetzt stilsicher hier hin? Ich würde sagen, machen wir das doch so. Zack. Das ist ein bisschen hoch, nee. Dahin. Jupp. So. So. Und... ja, ich habe auch auf die Kommentare geguckt, dass ich das hier machen kann. Was natürlich sehr angenehm ist. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch, das Ding. Okay. Und der wird bitte auf Receive Only. Dass er auch nur Power bekommt und keine verschickt. So. Ach ja, da fehlt ja noch ein Redstone-Signal. Hätte ich ja fast vergessen. Reicht das da? Kann ich das auch irgendwie so machen?
Er sieht nicht danach aus. Okay, vielleicht habe ich hier ein bisschen was falsch gedacht. Es wird nebenbei gerade dunkel, also gehe ich mal schnell wieder ins Häusle. Um die Nacht loszuwerden. So. Kann ich eigentlich auch Schalter auf den Geräten platzieren, frage ich mich gerade. Na komm, wo habe ich meine Stöcker? Da habe ich meine Stöcker. So. Einfach mal noch ein paar Schalter machen. Auch wenn ich bald mehr Schalter als genug haben werde, sobald ich den Kram im Bienenhäuschen umgepackt habe. Aber naja, fürs Erste soll das hier reichen. Gut. Hoppla, das wollte ich nicht. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Gut, machen wir mal die gesamte Sache ein bisschen anders hier. Hoppla. Okay, das Ding will allerdings nicht so abgebaut werden. Okay, vielleicht habe ich auch die falsche Taste gedrückt. Da brennt ein Zombie. Ach, wie schön. Gut. Dann packen wir den halt. Na, Schalter brauche ich noch. Hier stattdessen hin. Jetzt müsste da auch was passieren. Gut. Bitte receive only. Also der soll nur Strom erhalten. Und dann bitte so. Moment, ich muss mal was nachsehen. Schauen wir uns doch mal den ganzen Kram hier unten nochmal an, der aktuell abgeschaltet ist. Das Ding ist voll, also wirklich proppevoll. Das Ding ist auf nur Senden gestellt. Ja. Ich verstehe das noch nicht so ganz gerade. Versuchen wir mal Folgendes. Und wenn das jetzt gerade nicht klappt, kein Problem, dann werde ich das nochmal ein bisschen nachlesen, damit ich mich nicht nochmal blamiere. Und ja, dann mal schauen, dass das auch hier zum Laufen kommt. Oh, das braucht ja auch ein Redstone-Signal, oder? Hat das überhaupt irgendeinen Einfluss? Gut. Nun ja, jedenfalls, was dann noch als nächstes wäre, dass das Ding dahin kommt. Timer dran. Kiste dahin. Zack, Minium. Naja, vorausgesetzt, dass da Monster spawnen, aber den Spawner, den ich vorbereitet habe, will ich da jetzt natürlich nicht reinsetzen, wenn ich merke, dass es noch nicht komplett funktioniert. Alter Vater, was zur Hölle? Okay, ich habe in die Dinger nie reingeguckt und... Alter. Da ist so ein bisschen viel Zeug drin, ne? Warum fließt du nicht Strom? Was habe ich dir getan und warum laggst du so Spiel? Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Okay, das ist klar. Okay, das so sorge ich dafür, dass es überhaupt kein Redstone braucht.
es müsste aber auf jeden Fall Output geben können. Sehr, sehr mysteriös. Ja, versuche ich hier noch einmal was und wenn das nicht hinhaut, dann... Tja! Dann halt erstmal nicht. Nee, sieht nicht so aus, als ob hier was ankommt. Naja, vielleicht werde ich ja einen Tipp dazu kriegen. Aber ja, dann lassen wir das erstmal hier so stehen. Es gibt nämlich noch ein, zwei andere Sachen, die ich hier zu tun habe. Und oh meine Güte. So, packen wir das schon mal dahin. Einfach aus Prinzip. Und zwar bin ich ja immer noch sehr fasziniert von diesen hübschen Steinchen hier. Habe aber keine Möglichkeit, die effizient abzubauen. Das heißt, ich hatte, bis ich mir überlegt habe, hey, machen wir uns doch mal einen Mining Laser. Genau das tun wir jetzt. Mining Laser. Yes. Dafür brauchen wir einen Energiekristall, kein Problem. Rubin haben wir auch. Das habe ich sogar auch rumliegen, genauso wie den Kram. Titanplatten. Muss mal kurz schauen, ob ich wirklich Titan... Platten rumliegen habe. Ich habe Titanstaub. So, sehen wir uns das mal an. Ja, das dürfte hinhauen. Sehr schön. Und während das am Gange ist, können wir uns um eine andere Komponente kümmern, und zwar diese Kühlzelle. Die ist nämlich sehr lustig. Für eine solche brauchen wir 200... Für eine 360er brauchen wir 280er. Dafür brauchen wir jeweils 360er. Und die ist aus einer Heliumzelle und Zinn gemacht. Und eine Heliumzelle kriegt man durch Glowstone in der Zentrifuge. Und schaut mal hier. 1250 Sekunden dauert es, eine Portion fertigzustellen. Das ist ganz schön harter Tobak. Das sind im Prinzip, ja, etwas mehr als 20 Minuten pro Stück. Das hat mich leicht genervt. Aber jetzt ist ja fertig und man kann damit was machen. So, schnappen wir uns mal einen Haufen Zinn und legen wir los hier. Das wird, glaube ich, einen ganzen Haufen Zinn brauchen. So. Zuerst mal die Kühlzellen, die nicht stacken, was natürlich wieder mal großartig ist. Dann brauchen wir nochmal 12 Zinn, die ich schon nicht habe. Cool. Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich mal wieder für irgendwas so viel Zinn brauchen könnte. So. Nein, nicht die Diamanten. Die brauchen... Warum gehe ich eigentlich nach da hinten, wenn hier auch ein Crafting Table ist? So. Was mache ich eigentlich? Das war viel zu viel. So, eine 180er. Und zwei 180er. Sehr gut. So. Die 180er. Dafür brauchen wir wieder Zinn und eine Dense Copper Plate. Das heißt einfach, wir hauen 8 Kupfer. Ich habe heute echt Probleme mit dem Sprechen, merke ich. Boah, die Framerate vom Spiel ist richtig geil. So. Ja, das Lustige ist dann nur, dass ich wieder unsichtbare Items bekomme. Aber immerhin geht das hier ganz schön schnell. Und wenigstens steht eine Zahl dran, sonst hätte ich echt ein Problem. Was mir nebenbei aufgefallen ist, aus irgendeinem Grund wurde das Rezept für den Taumium Grafter aus dem Modpack genommen. Ich weiß nicht warum. Vor allem, weil ich mir gerade einen neuen machen wollte, nachdem ich mal wieder meinen verbummelt habe. Weil der auch unsichtbar ist, was die ganze Sache ein bisschen scheiße macht. Aber was soll's. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das kompresst ist. Und dann können wir die 360er... Kühlzelle bauen. In der Zwischenzeit kann ich schon mal den Rest von dem Kram holen. Wir brauchen zwei Rubine erstmal. Zack, zack. Und
und 8 Redstone. Ich hab doch nicht so viel. Mann. Dann können wir nämlich aus einem davon schon mal einen Energiekristall machen. Ich finde das so großartig, dass man die Rubine und Saphire für diese Kristalle benutzen kann, anstatt die verdammten Diamanten. Das macht die ganze Sache so viel praktischer. Gut, Advanced Circuit und Advanced Alloy. Das dürfte ich beides hier oben rumliegen haben. Von früheren Eskapaden. Zweimal Advanced Alloy. Ein Advanced Circuit. Lactastic. Ohne Ende. So. Und... gut, die Dense Copper Plate ist auch fertig. Wunderbarst. Und wenn wir hiermit fertig sind, dürfte dann auch das Titan soweit sein, in die Presse zu kommen. So. Zack. 360k Kühlzelle. Wie viele brauchen wir? Wir brauchen 2 Titanplatten. Okay. Dann gehen wir her. 5 Stück sind schon da. Prima. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein, das noch zusammenzupacken. So. Und 1, 2, die kamen dorthin, das kommt dorthin, der kommt dahin, zack, und die Kühlzelle und tada, Mining Laser, geil. Sehr, sehr geil. Hat zwar keinen Strom, aber das kann man ja ändern. Gut, das war Punkt 2 auf der Tagesordnung. Jetzt gibt es noch eine Sache, um die ich mich kümmern möchte, und zwar Iridium. Man merkt, ich habe bisher richtig viel davon gefunden, das geht mir ein bisschen auf den Sack, also habe ich ein paar Nachforschungen angestellt und erfahren, dass man aus sogenanntem, wie hieß das Zeug nochmal? Sheldonite, glaube ich. Ja, Sheldonite. Ziemlich gut Iridium rausbekommen kann. Das Problem ist, in einem Pulverizer hat das nur eine 5% Chance. Aber es gibt einen, den sogenannten Rock Crusher, mit dem man ganze 10% Chance hat bei jedem Stück. Und das klingt doch gleich mal viel, viel besser. Genau darum werden wir uns jetzt so einen Rock Crusher bauen. Und der ist sauteuer. Das ist erstmal ein Multiblock, heißt wir brauchen alles ein bisschen öfter. Man sieht schon 3x2x2. Heißt im Prinzip, wir brauchen ja ganz genau 12 Blöcke. So. Und den, ja, den werden wir hier natürlich auch mit an den Strom anschließen. So. Und hier kann man es auch doch perfekt diesen Bereich für nutzen. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie ich den am besten anschließe. Ich will den eigentlich nicht direkt an eine Wand stellen, aber andererseits blockiert er dann auch ein bisschen den Weg. Ich werde einfach mal versuchen, den an der Wand zu stellen und gucken, ob das trotzdem funktioniert. Okay. Und zack. Oh ja, das hat funktioniert. Dann lass mal sehen. Okay, das ist ein gruseliges Geräusch. Platinstaub. Okay. What the fuck? Okay, das ist interessant. Also, wo haben wir... oh Gott, das gucke ich noch doch nicht alles durch. Schauen wir mal in den Rezepten danach. Um das nochmal zu bestätigen. Hier, Pulverizer. Ach, hat auch eine 10% Chance. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, ich habe mich verlesen. Oder es wurde geändert. Wie dem auch sei, habe ich jetzt erstmal... krasse Lags hier. Wie dem auch sei, habe ich jetzt eine neue Maschine, die leichter zu benutzen ist als der Pulverizer wahrscheinlich. Mhm. Da! Glitch rum. Ah, okay, also das habe ich schon mal richtig gedacht, dass es darauf stehen muss, um Sachen aus... um Strom auszuspucken.
Und auf Blau steht es, um Strom zu erhalten. Meine Güte, ich frage mich gerade echt, warum es so laggt, wenn ich durch den Raum da laufe. Dieses Geräusch ist so verdammt irritierend. In der Theorie sollten wir so vier Iridium daraus bekommen, aber bei meinem Glück wird das wahrscheinlich gar nichts. Das würde mich jedenfalls nicht wundern. Wir haben bis jetzt 10 Stück schon mal durch und noch nicht ein Iridium gekriegt. Leck mich doch, Spiel, wenn das wieder nichts wird. Bei dem Krach kann man sich ja super pennen, also machen wir das mal. So. Und jetzt gucke ich doch nochmal dahin. Zen. Uiuiui. So. Der soll senden, der soll empfangen. Hey, es funktioniert! Was zur Hölle? Boah, und es laggt wie Hulle, der ganze Kram. Werden meine Sachen gecharged? Nein. Okay, also funktioniert das so noch nicht. Ich würde sagen, das funktioniert nicht, weil... Alter, was ist denn hier los? Machen wir das halt so. Zack. Oh ja, jetzt funktioniert es. Und wenn ich daneben stehe... Oder? Ja, das Ding wird auf jeden Fall aufgeladen. Das ist sehr schön. Sehr gut, dann können wir das vielleicht doch heute noch machen. Heißt, wenn das Spiel mich nicht umbringt mit den Lags. Was aber sehr danach aussieht. Es mag diese Konstruktion mit den ganzen Fließbändern nicht, das merke ich sofort, weil sobald ich da hingucke, geht die Framerate runter. Wenn ich weggucke, ist wieder alles in Ordnung. Ja, natürlich schön. Hey, wir haben ein Iridium gekriegt. Du mich auch, Spiel. Weißt du, wie lange ich im End rumgeflogen bin, um so viel Sheldon Knight zu sammeln? Das hackt, ey. Wofür braucht man überhaupt groß Platin? Im Prinzip für nichts. Sehe ich das richtig? Oh, für Nano-Saber. Den hätte ich nebenbei echt gerne. Das Ding sieht geil aus. Ja, aber ansonsten ist da nicht wirklich was Interessantes. Also kann ich genauso gut das benutzen, um Deko zu machen. Boah, Monster-Lag. Der ganze Stromkram darf nicht angeguckt werden, sonst lagge ich. Glaube ich langsam. Schön weggucken und alles ist in Ordnung. Oh! Doch nicht, da habe ich auf die Fließbänder geguckt, glaube ich. Wie dem auch sei, wir brauchen noch einen Timer. Weil ich nur einen hatte, ich dösel. Die sind aber ziemlich einfach zu machen. Wir brauchen nur schon wieder einen Haufen Redstone. Das wurmt mich so ein bisschen. Ja, wo habe ich sie denn? Die Wafer. Die Waffeln. Sie hier gelassen? Ja, hier habe ich sie gelassen. Meine Güte. So, wie viele braucht denn ein Timer? Timer braucht 3 solche. Okay. 1, 2, 3. Ich glaube sogar, ich brauche noch einen. Bin mir aber nicht 100% sicher. Oh, und ich sollte mir natürlich noch die 3-spurigen besorgen. Alter, dieser Lag geht ja überhaupt nicht. Wow. Vielleicht werde ich das irgendwann umpositionieren. Irgendwohin, wo es niemand angucken kann. Ja, Steinanode. Genau das brauche ich. Ich gehe auch extra hier hin, damit ich das Ding nicht angucken muss. So. So, 3 davon. Gut. Und...
Eins davon. Ach ja, und wir brauchen noch... Na. Wir brauchen noch so einen. Super Spiel. Gib mir einen Stein, bitte. Da. So. Wafer. Fackel. Stein. Fertig. So. Ich hoffe, das war jetzt alles, was ich brauche. So, das dahin, das dahin. Timer, fertig. Sehr schön. Sehr, sehr lag. Boah. Und die Dinger können durchaus ein bisschen langsamer ticken. Jetzt will ich aber auch mal sehen, wenn ich daneben stehe. Nein. Okay, komisch. Ich dachte, das charge dann auch meinen Kram, wenn ich daneben stehe. Ja, das Ding füllt sich ziemlich schnell. Okay. Gut. Gut, gut, gut. So. Jetzt haben wir hier einen Soul Cage für den Spawner und einen Creeper Shard. Warum gerade Creeper? Ja, das hat tatsächlich einen Grund. Und zwar dachte ich mir, von den ganzen Monster-Drops, die es gibt, kannst du Gunpowder noch am ehesten gebrauchen. Theoretisch könnte ich auch Enderperlen gebrauchen, aber ich glaube, das wäre mir zu lästig gewesen, weil Endermen ja nur auf Endstone spawnen und so ein Blödsinn. Und außerdem hätte ich die erst im End farmen müssen, das wäre mir ein bisschen zu doof. Wie dem auch sei... Was brauche ich jetzt noch? Baumaterialien, genau. Weil der Käfig ja noch nicht fertig ist. Ich werde jetzt einfach mal hoffen, dass die dann nicht spontan auf meinem Dach spawnen. Darum habe ich den Shard auch nicht auf Level 5 gepackt, weil dann würde der Spawner das Lichtlevel ignorieren. Und dann würden die Creeper einfach überall spawnen. Das wollen wir ja nicht. Lass nachdenken, was fehlt mir noch? Die Leuchtesteine, genau. Leuchtesteine. Leuchtesteine. Da haben wir sie. Boah. Alter, dieses Laggen, das geht echt gar nicht. Muss man schauen, ob es irgendeine Möglichkeit das noch gibt, das noch runterzuschrauben, weil... Alter, das tut schon so leicht weh. Güte. So, Spawner platziert. Ich hoffe echt, ich habe auch jetzt genug Baumaterial, sonst würde ich ein bisschen doof aus der Wäsche gucken. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Oder sind das diese Fackeln, die ich da aufgestellt habe, die mich so laggen lassen? Moment. Ja, das kann... Alter, seht euch diese Frames an. Diese nicht vorhandenen Frames. Ja, what the fuck? Komm. Aus. Aus, habe ich gesagt. Finito. Weg damit. Ja, what the hell? Warum sind die immer noch da? Weiß irgendjemand, woran das liegt? Dass dieser Kram nicht verschwindet, der bringt mich zum Laggen. Ja, es ist tatsächlich der Kram, der mich zum Laggen bringt. Was zur Hölle? Das sind doch nur so Landmarkierungen. Alter! Muss ich irgendwie wegbekommen. Ich habe nur keine Ahnung wie. Das geht ja gar nicht. Autsch. Also ich hoffe, es kann mir irgendwer in die Kommentare schreiben, wie ich das Ding loswerde. Das wäre sehr... Loswerde. Das wäre sehr, sehr nett, weil... Ihr seht ja selbst, das ist ja katastrophal. So.
Und bevor wir jetzt zumachen, Soul Shard rein. Spawner ist aktiv. Dann sehen wir mal, ob der auch funktioniert. Oh ja, er funktioniert. Seht es euch an. Oh, ist das gut. Och, ist das gut. Jetzt müsste ich nur noch irgendwas machen wegen der XP. Vielleicht sollte ich hier eine größere Truhe hinstellen. Alter, wie viel Erfahrung sich da sammelt, ist das gut? Boah, was zur Hölle ist jetzt los? Hallo? Ja, das Spiel ist abgestürzt. Ich würde mal sagen, das heißt wohl, wir machen hier Schluss für heute. Also ja, ich hoffe, irgendwer kann mir helfen wegen diesem komischen Lag-Problem mit den Landmarken. Weil eigentlich hatte ich noch vor, eine Quarry aufzusetzen. Aber auf die Art ist das ja absolut unmöglich. Also dann, bis zum nächsten Mal.